In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir nachweisen können, dass ein Graph symmetrisch, punktsymmetrisch zu einem beliebigen Punkt ist, der nicht im Ursprung ist. Dazu leiten wir uns erstmal ganz kurz die Formel her. Wir haben hier ein Schaubild, das scheint wohl symmetrisch zu sein zu diesem Punkt P, x0, y0. Das sind eben diese Koordinaten hier, die ich hier markiert habe. Und wir gehen da folgendermaßen vor. Wenn dieser Graph symmetrisch, punktsymmetrisch zu diesem Punkt ist, jetzt gehen wir mal um einen Abstand h nach rechts auf der x-Achse und nach links. Der ist gleich gewählt in beiden Teilen. Wir können den hier beliebig verschieben. Und nehmen uns den Funktionswert von x0 plus h, das wäre der Funktionswert hier, und von x0 minus h, das wäre der Funktionswert. Wenn die beiden punktsymmetrisch sind, dann gilt, dass diese rote Strecke genauso lang ist wie diese braune Strecke. Und diese rote Strecke, die erhält man, indem man den Wert f von x0 minus h minus diesen Wert y0 nimmt. Das ist genau diese rote Strecke, also f von x0 minus h minus y0. Diese braune Strecke bekommen wir einfach, indem wir das Ganze hier, das ist y0, nehmen und davon abziehen f von x0 plus h. Die beiden müssen gleich sein, das heißt f von x0 minus h, das ist das, was wir hier in Rot geschrieben hatten, minus y0 muss gleich sein, was wir hier braun haben, y0 minus f von x0 plus h. Jetzt haben wir auf der einen Seite minus y0, auf der anderen Seite plus y0. Wenn wir jetzt nochmal y0 addieren, haben wir 2y0. Hier haben wir minus f von x0 plus h. Wenn wir das addieren, haben wir hier 2y0 ist gleich f von x0 plus h plus f von x0 minus h. Wenn wir noch durch 2 teilen, dann muss gelten, für den Punkt, zu dem das Schaubild symmetrisch ist, dass die y-Koordinate sich errechnen lässt durch ein halb mal der Funktionswert von f von x0 plus h plus f von x0 minus h. Und wir können hier sehen, egal welchen Wert wir für h nehmen, diese braune und diese rote Strecke muss immer gleich lang sein.